Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen zurück ins BerlinCon-Studio 2019. Ich sitze diesmal links und habe wie immer einen netten Gast dabei. Und diesmal ist es der Erik von Corax Games. Hallo. Und ihr seht da rechts außen schon eine Box stehen, eher Prototypenbox. Das heißt also, ich nehme an, es kommt zu Essen raus. Was sehen wir denn da? Wir sehen Steamopolis. Das neue große Spiel von Corax. Aha. Oh. Dieses Jahr. Ja. Worum geht's denn da? Es geht darum, wir sind Bürgermeister, beziehungsweise wir sind angehende Bürgermeister in der wunderbaren Stadt Steamopolis und wollen dort den Wahlkampf gewinnen. Die Steamopolis ist die Stadt der Ingenieure. Es gibt Zahnräder, es gibt Kristalle, die angetrieben werden und natürlich wunderschöne Luftschiffe. Und ein Luftschiff ist ein Prestigeobjekt, mit dem wir immer die verschiedenen Ebenen der Stadt abfliegen und versuchen, so viele Prestigepunkte wie möglich zu sammeln. Okay. Dann haben wir hier also, das ist also die komplette Stadt. Das ist die komplette Stadt Steamopolis, aber tausende Menschen, die dort leben. Und wir versuchen, diese Menschen dahingehend zu begeistern, indem wir verschiedene Dinge dort machen können. Ja, wir können an unserem Luftschiff selber werken. Dafür haben wir hier eine Maschine, die in dem Luftschiff sozusagen eingebaut ist, die uns hilft, mehr verschiedene Dinge kaufen zu können. Wir können die Maschine aufbauen und damit mehr Dampf produzieren, denn mit Dampf bedeutet höher. Ja? Und höher bedeutet natürlich mehr Prestige. Mhm. Ja, ganz klar, man wollte hoch hinaus. Ich höre ausbauen, das klingt so nach so einem Engine-Builder. Es ist tatsächlich ein Engine-Builder, ja. Ach, die gar nicht, ich höre tapsen. Eine Notiz noch, alles was ihr hier seht, ist noch Prototyp. Das heißt, es ist handgefertigt, es ist ausgedruckt, es ist gebastelt, geklebt. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Es ist der höchstwahrscheinlich finale Prototyp. Es wird auch sehr bald in die Schmiede kommen. Und wir hoffen natürlich, dass wir ganz viele Unterstützer für dieses wunderbare Spiel finden. Ja, was kann ich denn alles machen? Du sagst ausbauen, mein Schiff ausbauen. Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich am Zug bin? Also wir sehen halt, wir fangen vielleicht am besten bei dem Luftschiff an. Dann erklärst du da drüben eine genau, Detailkamera. Ja. Also wir haben hier verschiedene Kessel. Wir haben verschiedene Kessel und diese Kessel, die bringen wir nach oben. Ja, also wir haben quasi, der Startpunkt ist 1 und dann geht es bis zu 8 hoch. Also wenn ich dran bin, kann ich zum Beispiel meinen Druck erhöhen. Ja, da zähle ich dann verschiedene Kessel, die Dampfpunkte, die ich habe und gehe dann mit den einzelnen Steinen nach vorne. Das kann ich so machen, aber ich kann auch einzelne Steine überspringen. Und damit habe ich auch nur einen Dampfpunkt ausgegeben, habe aber mehr Dampf insgesamt gewonnen. Ja, und das ist eine mögliche Aktion, die ist zugegeben jetzt nicht wahnsinnig spannend, aber die brauchen wir, ja, um danach auf die verschiedenen Felder der Stadt zu gehen und dort Wahlkampf zu betreiben. Zum Beispiel könnte ich jetzt, wenn ich hier einen Dampfpunkt von Feld 1 nehme, hier unten hingehen und mir zwei Zahnräder holen. Mit diesen Zahnrädern, damit können wir ganz viele tolle Sachen machen, nämlich verschiedene Teile kaufen, die ihr hier seht. Ja. Ja. Und je nachdem, auf was für ein Feld ich komme, kann ich entweder das Feld aktivieren oder aber ich kann mir eins der Teile oder sagen wir das Teil, was ganz vorne ist, kaufen. Das, was sichtbar ist. Das, was sichtbar ist, genau. Und das danach dann in meine Maschine einbauen. Ja, hier unten ist noch der Preis dafür. Ich muss hier zum Beispiel zwei Kristalle zahlen. Das ist noch relativ günstig. Das wird im Laufe des Spiels nämlich immer teurer. Ja, die sind also zufällig hingelegt? Die sind zufällig hingelegt, aber die werden immer stärker. Also, es gibt jetzt hier mal genau. Also alle um. Richtig. Also wir haben, dann sehen wir halt, das wird halt hier immer teurer. Das kostet hier am Ende 3, so eine genau. Zahlung. Und das nicht nur das, sondern, und das wollte ich gerade zeigen, haben wir hier unten noch weitere Kosten dafür. Das heißt, wenn ich das letzte Teil kaufe, sind es nicht nur 3 Zahnräder, dann sind es nämlich 5. Richtig, richtig teuer, ganz genau. Okay, so wird das gemacht. Genau, und wenn ich dabei bin, dann kann ich das halt direkt hier in meine Maschine einbauen, da wo Platz ist. Ich kann aber auch andere rausschmeißen vorher. Und dann packe ich das da rein. Und dann kann ich mich erstmal sehr daran freuen, denn ich bekomme natürlich Punkte dafür, wenn ich Sachen in meine Maschine einbaue, meine Maschine verbessere. Das finden die Ingenieure in Steamopolis eigentlich ziemlich gut. Ja, meine Maschine zu genau getuned, ja, genau, tiefer gelegt, ja, und so weiter. Genau, kann ich das halt da einbauen. Ich kann aber natürlich auch darauf verzichten, daraus einen Maschinenteil einzubauen und ein Banner an meinen Zeppelin hängen. Ja. Wann es an meine Zeppelin hängen, das ist eine ganz tolle Sache. Das ist eine Werbemaßnahme. Genau, Werbemaßnahme. Das ist reine Werbemaßnahme. Da kann ich die quasi dann einfach hier hinten dranhängen. Und da freuen sich natürlich die ganzen Bewohner von Steamopolis darüber. Das Problem ist, jetzt ist es nicht mehr so aerodynamisch. Das heißt, ich muss einen meiner Kessel, die ich noch habe, die muss ich erstmal rausnehmen.
Es gibt Möglichkeiten, diese Kessel wiederzubekommen. Dann gerade bei den höheren Ebenen komme ich da ganz gut an weitere Kessel ran. Da kann es dann auch sein, dass ich mal halt hier 4 oder sogar 5 Kessel habe und dann halt schneller nach oben komme, mehr Aktionsmöglichkeiten habe, bevor ich mit meiner letzten Aktionsmöglichkeit, die ich habe, die Sachen wieder zurücknehme und dann halt die Sachen aktiviere erst. Ne? Genau. Ist es ja so Worker Placement, das heißt, wenn eine Aktion gewählt ist, kann da keiner mehr hin? So ist es ganz genau. Sobald die Felder einmal besetzt sind, egal ob man die Aktion dort vorhat zu machen oder ob man da halt etwas kaufen will, das ist ganz wichtig bei dem Spiel, dass ich erst die Aktionsstellen setze, nacheinander quasi, nacheinander, aber dann erst aktiviere, wenn ich dann sage, ich nehme alle wieder zurück. Dann kann ich mir die Reihenfolge aussuchen, kann mir hier zum Beispiel neue Teile kaufen, mit denen ich dann hier vielleicht Maschinenteile einbaue, Banner hinten dranhänge. Ich kann dann auch entscheiden, wenn ich die Aktion dann vielleicht nicht mehr brauche, dass ich mir dann doch eher Teile kaufe. Genau, und so natürlich. Ja. Dann haben wir ja schon, was ist das hier? Genau, wie hier haben wir nicht die Möglichkeit. Wenn ich mal fragen darf. Ja, das ist überhaupt kein Problem, ja, kann ich dir gerne erklären. Also hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, nicht Maschinenteile zu kaufen, sondern feste Plätze in unseren Dampfkessel zu blockieren. Okay. Zum Beispiel hier die 5. Ne? Wenn ich dann hier beispielsweise noch 4 habe und dann hier einen Stein, mit dem ich hochdampfe, dann kann ich beide überspringen. Und bin damit dementsprechend immer in den höheren Ebenen, habe also quasi mehr Auswahl. Denn ich darf mit einem Kessel, den ich halt hier bei der 8 einsetze, darf ich mir irgendwo etwas aussuchen. Also ich darf ihn immer einsetzen, entweder auf der Ebene oder darunter. Oder darunter, ganz genau. Mhm. Richtig. So, wenn ich das allerdings mache, eine untere Ebene, und jetzt wird es wirklich interessant, warum Engine Builder? Bisher war es ja ein Worker Placement. Ja. Der Engine Builder kommt jetzt ins Spiel. Ich habe jetzt hier eine 6. Ja. Und brauche aber vielleicht nur hier unten bei der 1, möchte mir vielleicht so einen Stein kaufen oder so. Und jetzt dampfe ich runter. Ich kann also sagen, ich reduziere den Dampf, den mein Kessel hat, nehme ihn runter und bekomme dafür Boni. Zum Beispiel hier bekomme ich einfach mal 2 Maschinenteile. So. Und beim nächsten Teil, was ich dann eingebaut habe, das kann ich nutzen, um Maschinenteile auszugeben, um Siegpunkte zu bekommen. Okay. So, ne? Du siehst. Nachtigall, ich will dir Traps. Ja, ich krieg Maschinenteile, wandle sie um in den Siegpunkte. Genau, ja. Wir haben das rein zufällig da hingelegt, um das vielleicht an der Stelle dann halt schon zu machen. Ja. Genau, jetzt habe ich hier, ich krieg einen weiteren Dampf. Das wird einfach übersprungen, hier ist ja nichts, kriegt noch einen weiteren Dampf und jetzt lande ich sozusagen hier bei nochmal 2-mal Dampf, hier bei der 1. Diese zusätzlichen Dampf, die kann ich dann gleich einsetzen, um hier weitere Felder nach vorne zu gehen. Alles klar. Da hast du also noch, da baut man also da die Engine, die man dann hier versucht. Genau. Also es gibt verschiedene Strategieansätze. Es gibt außerdem noch Passagiere, die ich halt mitnehmen kann. Ja, ich wollte schon fragen, die sind so Miepel. Genau, ne? Also wir haben einmal einen Techniker, der halt versucht, immer in den unteren Ebenen zu bleiben und dann halt dort die Maschinen zu bedienen. Und wir haben halt hier so einen blauen Blutalsverzicht. Ja, naja, jemand höher gestellten quasi, der die höheren Ebenen dann halt bedienen möchte. Genau. Und wenn ich das schaffe in meinem Zug zum Beispiel, ne, wir haben hier quasi, dass ich einen Punkt bekomme, wenn ich ihn jetzt hier auf Ebene 8 bringe. Hier würde ich 3 Dampf bekommen, wenn ich die Technik auf Ebene 4 bringe. Ah, so. Das sind zusätzliche Boni, die ich halt einstreichen kann. Dann habe ich auch den Passagier erstmal für mich halt genommen. Ja, während meines Zuges, genau. Ja, bringe ihn dann dahin und dann bekomme ich halt das Plättchen. Warum ist das Plättchen wichtig? Weil es eventuell Karten gibt, die mir am Ende des Spiels zusätzliche Maschinenteile, Banner, die mir am Ende des Spiels zusätzliche Punkte einräumen, je mehr Leute ich quasi dort habe. Ich habe ja vorhin mit den Bannern angefangen. Dieses Banner sagt zum Beispiel, wenn wir schon mal bei hier Gästen sind, die wir mitnehmen, Passagieren, dieses Banner sagt zum Beispiel, wenn ich das anbaue, kriege ich einen Punkt pro Kärtchen, was ich schon eingesammelt habe. Das bedeutet, ich versuche natürlich... Am Ende des Spiels sofort sogar. Sofort. Ich bekomme sofort die zusätzlichen Punkte. Das bedeutet, ich kann halt mich komplett darauf konzentrieren, Passagiere hin und her zu transportieren und dann diese Banner zu bauen. Macht damit massiv Punkte, während andere versuchen, ihre Maschine hochzubauen. Oder sie bauen ganz viele Banner, weil das zum Beispiel dieses Banner sagt, für jedes Banner, was ich bereits gebaut habe, gibt es noch zusätzliche Punkte. Also es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, was man in diesem Spiel machen kann. Es ist extrem dicht verzahnt. Wir haben sehr viel Auswahl. Für 4 Spieler ist noch auf der anderen Seite noch ein Spielplan, wo dann noch weitere Felder dazukommen, damit es halt nicht allzu eng wird, aber man geht sich schon auch ein bisschen auf den Sack. Muss man halt tatsächlich sagen. Also es ist typisches Korax Games, die Interaktion ist definitiv gesetzt. Ja, ich hatte ja einmal
das Glück, kann ich jetzt sagen, das Ding in Portugal zu spielen, im Early Prototyp, da war es auch so. Ja. Und die Möglichkeit mit dem Worker Placement, dass jeder, dass irgendjemand einen das Feld dann wegnimmt und will auf jeden Fall auf zwei, welches nehme ich zuerst? Genau. Auf jeden Fall. Und man hat die Möglichkeit, was aufzubauen. Ja. Da hat man, also baut man auch auf sich. Sicher dauert das Spiel dann wahrscheinlich ein bisschen länger, also 90 Minuten bis 120 wahrscheinlich. Ungefähr, ja. Aber wer auf sowas steht und auch in diesem Steampunk-Universum, ist hier mit aufgehoben. Und du sagtest ja, das kommt zu Essen, ist der Plan. Zu Essen, also wenn es erfolgreich in der Schmiede war. Achso, in der Schmiede hattest du gesagt. Genau, also wir bringen es jetzt demnächst, versuchen jetzt möglichst bald das in die Schmiede zu bringen. Und danach, wenn es erfolgreich sein würde, wird der das Release. Auch, ja, ich mache mir da eigentlich auch keine Sorgen. So. Die Leute sehen ja die Qualität des Spiels. Ja. Kleinigkeit noch, ja, wenn wir schon bei Interaktion sind, gegenseitig auf den Sack gehen. Wir haben hier zum Beispiel auch noch. Wir haben hier zum Beispiel noch Schmarotzer, die wir einsetzen können, um den Gegner sozusagen in seine Maschinenteile hier etwas reinzusetzen und dann profitiere ich davon, wenn der seine Maschine einsetzt. Das ist zum Beispiel halt auch noch eine Möglichkeit, wie man den Gegner halt ein bisschen ärgern kann. Ich fand das Wort Spion viel schöner. Ich habe mich auch nicht durchsetzen können, ja, aber... Du bist also doch eher in den unteren Ebenen. Ja, ich bin einer, der in den unteren Ebenen Dach produziert. Dann hat auf jeden Fall einen Überblick bekommen, der auf sowas Ganzes hin, also Locker Placement und Engine Building steht, da ist hier super aufgehoben. Auf jeden Thema Fall. Ist auch sehr hübsch. Ich finde auf jeden Fall dieses Bauen auf diesem Zeppelin auch... Es ist sehr befriedigend, muss man sagen. Egal, auch wenn man nicht gewinnt, ne? Auf jeden Fall sagen wir danke fürs Zuschauen. Ja, demnächst geht es gleich noch weiter, weil ihr habt ja doch ein bisschen mehr dabei mit euren ganzen Studios, die ihr dabei habt. Schaltet also wieder bei ein, wenn es hier weitergeht. Ich glaube, der Hunter wird demnächst übernehmen, indem wir sagen, wir danke fürs Zuschauen. Danke, dass du hier warst. Gerne. Und bis demnächst. Ciao. Bis bald.